Neues Update, neues Glück, der Schilling ist zurück und zwar mit dem PvP-Update. Es ist da, wir können kämpfen und ich habe mir schon mal eines der besten Teams gespeichert, nämlich Taubsi ist Beste. Nein, Quatsch, Spaß beiseite, ich werde mir jetzt die Teams zusammenstellen. Ja, und dann sofort und unverzüglich in diesem Video kämpfen. Sorry, falls ich irgendwas Doofes labere, es ist 3 Uhr. 3.40 Uhr, da hat sich Niantic entschieden, das Update zu veröffentlichen. Alles Klärchen. Ich habe mir hier einige Kandidaten jetzt schon mal zusammengelegt, die ich mir dachte, die sind sehr interessant. Ich kann jetzt eine neue Attacke hinzufügen. Und das... Oh. 75 Candies. Damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Für Flunkiefer 75 Candies. Mewtwo. 100 Candies. Naja, Niantic hat ja gesagt, save your candies. Und von daher hatten die nicht so ganz unrecht. Holla die Waldfee. Das überrascht sogar mich. Das ist definitiv mehr, als es damals war. Aber gut, das macht ja überhaupt nichts. Wir haben definitiv bestimmt einen Plan B. Ich levele das mal hoch. Ich finde nämlich Flunkiefer zum Beispiel richtig genial für PvP. Und genau, Sternenstaub kostet das auch so einiges. Richtet sich jedoch nach Pokémon. Man hat gesehen, bei Mewtwo war das ein bisschen mehr. Das hier ist übrigens mein 100er Flunkiefer. 15, 15, 15. Das ist jetzt umso wichtiger für die WP, um herauszufinden, welche WP wird dein Pokémon dann genau erreichen. Ich habe mir das so circa nur angesehen. Dachte, bei Flunkiefer werde ich 1500 dann knacken können, aber habe gar nicht mitgedacht wegen der Candies, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht nehme ich dann Flunkiefer noch gar nicht rein. Aber mein Plan war auf jeden Fall, spezielle Pokémon zu finden, die ganz viele, wie soll ich sagen, Resistenzen haben und kontern können. Wie zum Beispiel habe ich hier ein altes, das hat sogar hier diese Schlaufe rechts oben, 2016, ein altes Hypno mit Spukball. Das ist praktisch so wie Mewtwo irgendwie für die 1500er Liga. Ich weiß noch, wo ich damals ausgelacht wurde. Herr Schilling und seine Legacy-Attacken, wenn ich das schon höre. Also ernsthaft, so bei sämtlichen Pokémon. Warum hebt er die schlechten Legacy-Attacken auf? Verschickt die doch alle. Okay, ja, Leute, könnt ihr alles verschicken. Ich nehme die jetzt für PvP. Aber bitte dann nicht eifersüchtig sein, okay? Wenn ich mit einem Hypno im PvP kämpfen kann. So. Oh mein Gott. Wird das 1499 oder so bekommen? Ja, moin. Was ist das für ein geniales Pokémon? Und die Leute wollten, dass ich das verschicke. Ich bin ja so froh, dass ich nicht auf Leute höre, sondern auf mich selbst. Aber gut. 50.000 Sternenstaub und 50 Candies. Neue Attacke hier dazu machen. Jetzt bin ich schon gespannt, wie... welche ich bekomme, wie das mit den TMs abläuft. Psychokinese ist es geworden. Items. Jetzt muss ich genau aufpassen, wie das bei der Lade-TM ist. Okay. Möchtest du PvP 89 eine neue Ladeattacke beibringen? Psychokinese. Oh mein Gott, der Button bei Spukball ist zu groß. Psychokinese. So. Boah, das macht einem echt Angst hier, wenn man so eine Legacy-Attacke hat. Ich wollte eigentlich... Fokus, Stoß und da haben wir es schon. So, hätten wir mal ein Pokémon. Dann, was nehme ich jetzt? Ich wollte echt, also Flunkiefer wäre schon genial, aber das mit den Candies habe ich jetzt so gar nicht bedacht. Dann nehme ich vielleicht Libeldra. Da habe ich genügend Candies. Boah, das ist alles echt teuer, aber egal, wir machen das jetzt. Ladeattacke hinzufügen. Genau, auf geht's und Libeldra. Ich muss nebenbei ein bisschen nachsehen. Erdbeben. Damit bin ich zufrieden. Steinkante weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Profitiert nämlich nicht von Step. Da hätte ich eventuell lieber eine Drachenattacke, weil die... Das wäre dann so... Na, ich bleib mal dabei. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Bleiben wir mal dabei. Also Hypno habe ich. Und Libeldra. Was wird sich denn da noch gut anbieten? Ein Stahl-Pokémon. Vielleicht Panzer Aeron? So, Panzer Aeron. Natürlich habe ich nichts knapp bei 1500,
Was natürlich sehr ärgerlich ist, aber Stahlflug würde mir schon eigentlich ganz gut gefallen. Neue Attacke 75, hochleveln könnte ich das Ding dann auch. Ich muss nur ganz kurz, beziehungsweise, das ist mir jetzt egal, dann powern wir mal eins hoch. So, ich rechne mir für das jetzt nicht die IV genau aus. Ich will kämpfen, kämpfen, kämpfen. Keine Ahnung, ob man hier in dieser Ansicht auch schon Kampfanfragen bekommen könnte. Oder ob man dafür auf der Übersichtskarte sein muss. Aber genau, für sowas gebe ich meinen Sternenstab aus. Für PvP, einfach weil es Spaß macht. Hoffe ich doch, dass es dann Spaß macht. Und mal schauen, also das ist jetzt eigentlich ein spontanes Team und nicht wirklich. Müssen wir eigentlich hier nebenbei noch ansehen. Panzer Aeron, welche Attacken das Ding bekommt, aber ich glaube, gegen Stahl haben nicht so viele Leute was zu sagen. Okay, kann nur Stahl- und Flugattacken. Ich hätte jetzt vielleicht noch auf was anderes gehofft, aber sollte auch klar gehen. Mit Flug bin ich gegen eventuelle Kampf-Pokémon noch gerüstet. Und? Ah, schade. Okay, dann machen wir Nein und eine neue Attacke. Mal schauen. Welche gäbe es denn da? Himmelsfähiger Sturzflug. Jo, bleibe ich gleich direkt bei Sturzflug. Und das wäre dann mein Pokémon Nummer 3. Nenne ich PvP 1 und mache dann gleich ein Team draus, würde ich sagen. So, Kampfteams, genau. Superliga hinzufügen. Zu diesem genialen Taubsi-Team füge ich noch eines hinzu. Das dauert kurz, glaube ich. Ach so, nein, da unten. Da kann ich jetzt ein neues Team basteln. Wähle deine Pokémon aus. Sorry, so geht das aber mal nicht. So, PvP. Und ich starte. Ich starte mit Hypno. Beziehungsweise Panzer Aeron hat richtig viele Resistenzen eigentlich. Nein, ich starte mit Panzer Aeron. Man klickt dann die Box an, wo man das Pokémon reinhaben möchte. Und so kann man, ohne dass man immer in die Übersicht gelangt oder so, sein Team dann zusammenbasteln. Und die anderen beiden Positionen sollten eigentlich egal sein. Also, das war eigentlich nicht mein gewünschtes Team. Ich werde definitiv noch Flunkiefer-Raids machen. Jetzt habe ich eigentlich schon ein paar Geheimtipps oder Geheimtipps und Anführungszeichen von mir verraten. Und jetzt muss nur jemand um 3.47 Uhr noch wach sein, der PvP machen will. So, Freunde. Freunde, Freunde, ich habe ganz viele deutschsprachige und ich denke mal, die schlafen alle. Was mache ich? Oder wir machen einfach mal zur Einstimmung einen Teamleiterkampf. Und zwar nehmen wir, ich fange mal bei links an, Leiter von Team Weisheit. Okay, trainieren. Und zwar in der Superliga, dafür habe ich mir die Pokémon ausgesucht, dieses Team verwenden. Mal schauen, ob sie annimmt gegen mich und sie nimmt an. Los, Panzer Aeron, jetzt bin ich ich dachte, Team Mystic ist immer so bestes Team, wo nur gibt und so. I'm sorry, jetzt wurde ich aber ein bisschen enttäuscht. Aber wir können gleich mal ein bisschen testen und so weiter, was es da alles so gibt. Es wurden sogar Dinge wie Same-Type-Attacker-Bonus, Resistenzen und ja, die Widerstände ein wenig abgeändert, sodass sie effektiver sein sollen. Wir setzen gleich irgendwas ein, ist jetzt in diesem Fall egal. Ich mache mal Lichtkanone und hier aufladen. Und Panzer Aeron hat Lichtkanone eingesetzt, nicht sehr effektiv. Kabums. Und Sturzflug ist auch noch verfügbar und Lichtkanone auch schon wieder. Das finde ich sehr krass, dass die Energie noch da war. So, Sturzflug eingesetzt. Und jetzt sind beide Balken, also nicht ganz leer, aber genau. Und eins füllt sich eben schneller auf als das andere. Sturzflug ist früher voll. In diesem Fall jetzt wieder. Gut. Du hast gewonnen. Der erste Trainerkampf, 300 Sternenstaub. Sollte am Tag Belohnung geben. Da hat man sogar eine schöne Animation für die Ass-Trainer-Medaille. Du hast gewonnen. Und jetzt kann ich aber kämpfen, so oft ich möchte, gegen die Trainer, Teamleiter.
Nehmen wir gleich mal Candela, Leiter von Team Wagemut. So eine Herausforderung kommt mir gerade recht. Nur keine Zurückhaltung, ich werde auch alles geben. Nehmen wir Nummer 2, wieder in der Superliga. Hierfür habe ich jetzt mein Team zusammengestellt und auf geht's. In der Presseversion stand da dran, leicht, mittel und schwer. Und bei, okay, direkt Feuer, das ist jetzt ungeschmeidig. Da würde ich eigentlich gerne wechseln. Also mal schauen. Ich bleibe noch da und wie das mit dem Wechseln so ist, würde ich mal sagen. Und direkt die Attacke einsetzen, die verfügbar ist. Aber Feuer ist eben nicht so gut gegen ein Panzer Aeron. Ich will aber nicht als Erster wechseln, weil da muss man auch bedenken, es gibt eine Abklingzeit beim Wechseln. Und wenn ich als Erster wechsle, dann kann natürlich mein Gegner direkt hinterher wechseln. Das heißt, ich bin immer der, der nachzieht sozusagen, wenn man das versteht. So, gegnerische Attacke, weil das jetzt eine Feuerattacke ist, verwende ich meinen Protect Shield. Okay, Body Slam. Ah, habe ich gar nicht gelesen. Stand da dabei, welche Attacke das Ding einsetzt? Nein, oder? Weil zum Beispiel bei Body Slam hätte ich den Protect Shield ja wohl nicht eingesetzt, aber bei einer Feuerattacke selbstverständlich schon. Los, Glumanda! Interessant, dass die mir aber trotzdem nur so wenig ziehen, obwohl die effektiv sind. Dürften wohl relativ schwache Glumanda sein. Okay, und wir machen weiter mit meinem Mewtwo-Verschnitt. Ist ja hier sowieso easy. Um das Ganze noch ein bisschen zu testen. Ach so, da steht nur gegnerische Attacke dann und nicht genau, welche eingesetzt wird. Nitro-Ladung. Gut, aber ich kann die ja verwenden. Man hat momentan offenbar 2 pro Kampf auch. Das ist so geblieben. Und wenn man die nicht verwendet, kann man die nicht in den nächsten Kampf mitnehmen oder so. Übrigens, nächster Kampf. Man muss keine Tränke oder so verwenden. Die Medaille, die gibt es nach wie vor, also die könnte man schon am ersten Tag bekommen, wenn man zigtausende Male gegen irgendjemanden kämpft. Aber jetzt gibt es keine Belohnung mehr. Sondern nur für den ersten Teamleiterkampf und für die ersten 3 PvP-Kämpfe. Oh, Spieletrend. Oh, Spieletrend. Okay. Da hat jetzt jemand angenommen. Und es ist ein Raikou. Da habe ich nicht so viel Glück. Das ist sehr schade jetzt echt für mich, denn Elektro ist gut gegen mich. Jetzt weiß ich nicht so recht, was ich machen soll. Schutzschild, ja, auf jeden Fall mal. Das ist gerade ganz ungemütlich. Da soll ich wechseln. Ist auf jeden Fall sehr effektiv gegen mich, leider. Aber eben, wenn ich wechsle, kann mein Kontrahent zum Beispiel immer wieder entgegenwechseln, zum Beispiel. Von daher, gegnerische Attacke, ja, machen wir trotzdem mal. Hat Donner eingesetzt. So. Und wechselt jetzt gegen Lavados. Okay, was mache ich gegen Lavados? Sturzflug noch einmal, bevor ich drauf gehe. Und danach gegen Lavados. Moment, ich muss kurz überlegen, was habe ich denn gegen Feuerflug? 12 Sekunden. Habe ich jetzt zum Wechseln. Ich nehme mal Libeldra. Und wir beide haben den Schild nicht mehr. Keine Schutzschilde mehr. Das heißt, dann sind die 3 Sekunden. Und ich kann praktisch machen, was ich möchte. So, ich würde jetzt gerne. Und Steinkarte aufladen. So, Kavums. Effektiv gegen Lavados. Und weg vom Fenster. Sieht gerade gut aus für mich. Jetzt habe ich nämlich Erdbeben. Ist der einzige Move, der gegen Elektro effektiv ist. Boden. Also nicht der einzige Move, sondern der einzige Typ. Und Raikou ist nicht effektiv gegen mich. Erdbeben aber setze ich nicht ein. Raikou ist sowieso schon weg vom Fenster. Und es kommt Entei. Ja, aber okay, ich glaube, da wurde jemand überrascht von mir. Hier mit dieser Herausforderung. Denn was die Typ-Effektivitäten betrifft und so im Allgemeinen das Team, da wurden einfach Legendäre genommen. Aber das ist ja nicht schlau. Also 500 Sternshop, bitte Sinnostein, Freundschaftslevel erhöht. Kein Sinnostein, schade. Mein erster von 3 Kämpfen des Tages, Revanche. Moment mal, eine Revanche ist ja, wenn man verloren hat, oder? Ich drück mal, vielleicht will der Kollege ja eine Revanche. Okay, und wir haben den nächsten. Da steht jetzt dran, stellt ein Team zusammen. Das heißt, ich weiß,
ich kann warten. Er hat das Pop-up schon angenommen und ist nicht gerade, keine Ahnung, irgendwo weg und sieht sowieso nicht, dass ich ihn herausfordern möchte. Jetzt mal schauen, was er sich so aussucht, denn natürlich, das Feature ist frisch und nicht jeder hat vielleicht schon die Zeit genutzt, um da ein paar Pokémon sich auszusuchen für die jeweiligen Ligen. Deshalb geben wir ihm mal ein bisschen Zeit und dann geht's gleich los. Und da geht es auch schon los mit Hypno. Hypno habe ich diesmal zu Beginn genommen. Okay, auch ein Lavados. Was ist hier immer mit Lavados? Da sollte ich eigentlich keine Typstärke oder Schwäche oder was auch immer haben. Deshalb ziehen wir das einfach durch. Ich glaube, Spukball müsste auch so einfach ordentlich drücken. Deshalb setze ich jetzt mal Spuk... Nein! Ich wollte gerade den Protect Shield nicht verwenden. Ich dachte, ich bin schon dran mit draufballern auf den Knopf, weil ich ja Spukball gedrückt habe. Da war der Gegner wohl ein paar Sekündchen zu schnell. Da muss man aufpassen. Das war gerade ein Fehler von mir. Er nimmt auch den Protect Shield. Wenn man sich sowas zum Beispiel denkt, wenn man sich das denken kann, dass der den Schild einsetzt, könnte man auch die schwächere Attacke verwenden zum Beispiel. So in etwa. Aber das sind dann schon andere Geschichten. So, Libeldra, lass mich kurz überlegen. Ich verwende wieder Spukball. Spukball ist schon ready. Komm, bevor Hypno noch drauf geht. Das muss man natürlich auch bedenken. Besser eine Attacke noch einsetzen hier. Ah, stimmt. Ja, noch ein Protect Shield. Okay, gut. Drache. Und den schlucke ich jetzt einfach. Den Treffer. Steinkante. Okay. Das kann ich aber sowieso wegstecken. Das ist kein Problem. Hier bräuchte ich jetzt zum Beispiel ein Eis... Noch eine gegnerische Attacke. Ey, wie oft lädt denn der seine Attacken auf hier? Jetzt wäre vielleicht der Protect Shield nicht schlecht gewesen, dass ich noch... Hey, ich habe gar nicht gedrückt. Also, man muss echt aufpassen. Man darf nicht die ganze Zeit einfach nur auf seinen Bildschirm hämmern. Das ist nicht so nett. Setzen wir mal den Schild jetzt hier ein. Dass mein Pokémon gut am Leben bleibt. Und danach, so, jetzt bin ich gespannt, was er hier noch so hat. Suicune, Wasser, okay. Ich habe weder Elektro noch Pflanze mit im Gepäck, also verwende ich das, was gerade so angesagt ist. Protect Shield sind beide jetzt schon weg. Was habe ich denn noch? Was ist mein drittes Pokémon? Ach so, Libeldra, genau. Keine Schutzschilde mehr, aber trotzdem zählen die 3 Sekunden runter. Warum stehen so viele Leute auf die legendären Raubkatzen? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Vor allem, die haben immer nur einen Typ und obwohl Suicune hat vielleicht mit... hat vielleicht ein paar andere Typen bei der Attacke, aber keine Ahnung, ob sich das lohnt. Waren das schon 3? Bitte Sinnohstein, bitte Sinnohstein. Bitte Sinnohstein. Nein! Ey, ich habe den Livestream von Reversal geschaut, der hat 3 Sinnohsteine bekommen. Mann! Okay, egal. Gut, dann machen wir noch einen Kampf hier gegen Sparky Boy. Und morgen geht's dann weiter, wenn mehr Leute wach sind. Das wird ein toller Kampf. Meine Pokémon zeigen dir ihre besten Attacken. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der dann tatsächlich die ganzen Elektro-Pokémon hat. Dann wäre es eigentlich schlau. Ach, egal, ich bleib einfach mal so. Wir tun da nichts ändern, wir tun einfach so, als wüsste ich nicht, was der Spark jetzt nehmen würde. Los geht's, Versus. Das Level ist übrigens, war am Anfang 40, aber nur für die ersten Minuten. Das ist dann stark runtergegangen und vor allem auch sehr schnell. Kann jetzt schon wirklich fast jeder Level 30 ist es, glaube ich, mittlerweile. Und bis das Video kommt, keine Ahnung. Dann sowieso eventuell für jeden. Ich muss da nebenbei Twitter checken, gegnerische Attacke. Elektro sollte mir jetzt nicht so wehtun, denke ich mal. Genau. Und dann eben noch, wie schnell? Dann eben mit Same-Type-Attacker-Bonus und so, das muss man ein bisschen bedenken. Die Belohnungen alles ansehen, die Kosten, die sind, ja, also ich kann jetzt sagen, in der Testversion waren die Sternenstaubkosten für ein legendäres, für einen neuen Move 250.000. Das fand ich schon eine ordentliche Hausnummer. Ist jetzt auf 100.000, ein Voltilam hat da... Ist jetzt auf 100.000, dafür waren die Candies günstiger. Ich nehme wieder keinen Schild, denn Elektro mit den ganzen Attacken, die schmerzen mir da nicht sonderlich.
genau. Also, und die Candies, 100, ist also schon teuer und ist definitiv so etwas, wo man sagen kann, ja, das sollte man sich eventuell für die guten Pokémon aufsparen. Beziehungsweise entweder die, die man im Raid verwenden möchte und in Arenen, oder für PvP. Und Pikachu, was ist denn da los? Okay, ich habe da jetzt auch vielleicht ein bisschen stärkere Gegner erwartet. Aber was soll's. Das heißt, gut überlegen, was man da hinzufügt. Und dann verwende ich jetzt den Schild. Auf jeden Fall bei Raid-Countern, weil das Gute ist, das Feature kann man ja nutzen, diese dritte Attacke, auch für Arenen. Das heißt, für Arenen, Raids und so weiter kann man die dritte Attacke hinzufügen. Und mal schauen, wofür ich das dann verwenden werde. So, die Astrainer-Medaille sollte wieder raufgehen, aber keine zusätzliche Belohnung. Genau, 732 habe ich jetzt hier. Gut. Die stärkeren Pokémon kommen dann vermutlich erst in der Hyper und in der Meisterliga hier noch die Medaille. 50 für Silber dann und 200 Trainerkämpfe für Gold. Ich würde mal sagen, das war's mit dem ersten Video dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.